Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Hallo, heute möchte ich etwas Werbung in eigener Sache machen, denn Ende Juli ist unser neues Buch erschienen. Designing Data Spaces ist der Titel und es ist mir eine große Freude und auch eine große Ehre, hier gemeinsam mit meinen Co-Herausgebern Michael Tenhompel und Stefan Wrobel 33 Kapitel zu präsentieren, die sich damit befassen, wie wir Datenräume bauen. Was könnte aktueller sein? Gegliedert ist das Buch in vier Teile, wo wir auf der einen Seite grundlegende Konzepte nochmal vermitteln. Was ist überhaupt ein Datenraum? Nein, das ist kein Datenpool, kein Datenlake, wo alles zentriert wird, sondern eine verteilte Architektur. Was hat das auch mit der europäischen Datenstrategie zu tun und, und. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit den Grundtechnologien, die man eben braucht, um einen Datenraum zu bauen. Zum Beispiel muss man Policy Management betreiben. Das heißt, man muss seinen Daten mitgeben können, wer was mit ihnen machen darf. Wir beschreiben Konnektoren und wir beschreiben auch, wie man Daten überhaupt finden kann, wenn man sie durch Dritte nutzen lassen will. Ein ganz interessanter Teil ist der dritte Teil, der sich mit konkreten Datenräumen und Use Cases und Datenökosystemen beschäftigt aus allen möglichen Domänen, zum Beispiel Healthcare und Mobilität. Und im vierten Teil haben wir dann noch eine Sektion, wo wir konkrete Lösungen für Datenraumtechnologien, aber eben halt auch Apps, die in den Datenräumen dann laufen, präsentieren. Und ich hatte schon gesagt, was mich besonders freut, ist, dass es eben halt wirklich eine gemeinschaftliche Leistung ist. 33 Kapitel von, ich weiß gar nicht, wie viel Autoren und letzten Endes ganz vielen Organisationen, die involviert waren, sowohl aus der Forschung, aus der Juristerei, aus der Software, aus dem Softwarebereich natürlich, Anbieter von Datenraumtechnologien aus aller Herren Länder. Also das ist wirklich eine tolle Sache, die ich jedem nur ans Herz legen kann, was mich zum Punkt bringt, naja, für wen ist das eigentlich gedacht, dieses Buch? Also der typische Leser ist beispielsweise jemand, der sagt, Mensch, ich habe jetzt hier auch den Auftrag und muss einen Datenraum bauen, wie gehe ich da eigentlich vor? Oder eine Leserin, die sagt, ja, ich gebe bei uns in der Branche einen Datenraum und da möchte ich mich gerne verbinden, wie mache ich das eigentlich? Aber natürlich auch Studierende in Deutschland, aber auch in Europa, die letzten Endes halt auch, ich möchte mal sagen, den Stand der Technik, den Stand der Anwendung halt vermittelt bekommen wollen, wo wir gerade stehen mit den Datenräumen, denn ich hatte es gesagt, das ist sehr zeitgerecht jetzt, die Veröffentlichung dieses Buches. Wir sind ja gerade dabei, dass wir in Europa sehr viele Data Spaces aufbauen. Die Europäische Kommission hat hier einerseits sehr viel Mittel bereitgestellt und auf der anderen Seite natürlich auch regulative Maßnahmen ergriffen. Data Act, Data Governance Act sind zwei Beispiele. Und von daher ist das halt just in time. Und wie gesagt, das wollte ich allen ans Herz legen. Wenn es Kritik, Feedback gibt, immer gerne auch an mich direkt wenden, denn die Zeit bleibt ja nicht stehen. Und wir sind schon dabei, am nächsten Buch zu arbeiten.